Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, und heute tauchen wir wieder in die Welt der Bakterien ein. Und ich bringe das ganz bewusst auch nochmals und immer wieder, weil es eine ganz bedeutsame Basismedizin darstellt, aus meiner Sicht, die bisher völlig vernachlässigt wurde. Natürlich kennen wir alle das Mikrobiom und versuchen, ein starkes Mikrobiom hinzukriegen innerhalb des Darms. Aber Bakterien sind viel, viel weiter verbreitet, als wir denken, sondern die ganze Haut ist mit einer Schicht von Bakterien übersät und die haben einen wichtigen Dienst zu erweisen für unsere Gesundheit. Und das ist das Thema der heutigen Sendung, die ich mit der Expertin schlechthin diskutieren möchte über die Haut, und wir legen auch gleich los. Bleiben Sie dran! Ja, und jetzt ist die Expertin da und ich darf Ihnen sie vorstellen. Es ist die Frau Dr. Med. Anne-Katharine Tschokke. Ganz herzlich willkommen. Gerne. Ja, dein Name höre ich übrigens immer wieder. Seit ich dich kennenlernen durfte und Sendungen machen darf mit dir, spreche ich natürlich immer wieder auch mit Ganzheitsmediziner hier drin und sage, kennst du die Frau Tschokke? Ja, natürlich. Wirklich, dich kennen sie alle. Hä? Mhm. Also es ist wirklich bereichernd und überwältigend, was du in diesen Büchern gemacht hast. Speziell dieses eine Buch, das finde ich sowieso das Genialste für mich, weil hier einfach die Krankheit und Antworten kommen, und zwar Antworten auf einer Basis, die ich nie gehört habe. Aber alles so logisch. Ja, Spaß, oder? Ja, es ist faszinierend. Ja, faszinierend. Ja, und Eigentests habe ich ja auch schon mit meiner Haut gemacht, mit Antworten innerhalb von 48 Stunden, die ich vorhin in 8 Jahren nicht hatte, also positiver Natur. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hast du schon alles an der Haut wieder heilen dürfen oder geschehen lassen dürfen durch das Zuführen von Bakterien? Ja, also das sind ja dann die Bakterien, die heilen, nicht ich. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wenn man einmal den Blick darauf hat, dass die Hautgesundheit zwingend verbunden ist mit der Mikrobiomgesundheit der Haut, dann ist jede Hautkrankheit natürlich auch betroffen mit in Bezug auf das Mikrobiom. Und das kann man inzwischen in Studien zeigen. Aber also, wenn ich zum Beispiel Neurodermitis nehme, habe ich jetzt eigentlich immer gehört, dass es irgendwelche allergische Reaktionen, Darmgeschichten, vielleicht Milchallergie oder. Also kommt sie eigentlich vom Innen nach außen. Ja, also es hängt ja immer miteinander zusammen. Wir sind ein ganzer Mensch. Und das Mikrobiom, also die Gemeinschaft aller Mikroben, ist ja genau die Instanz in uns, die dafür sorgt, dass wir immer ein ganzer Mensch sind. Das ist ja wie diese Bakterien, Pilze, Archaeen, Protozoen, Viren und so, also alle zusammen, wir sprechen jetzt von Bakterien, wie so eine Wolke, die in uns, durch uns, mit uns ist, die größer ist als unsere eigentliche greifbare Körpersubstanz, die aber uns komplett durchdringt und die die Grundgesundheit wie so eine Matrix bildet, damit die Zellen gesund sein können. Mhm. Und die Forschung mit den Studien zeigt jetzt ja nur punktuelle Ausschnitte davon und immer noch mit dem alten Menschenbild, und hat aber inzwischen zeigen können, dass sämtliche Hauterkrankungen tatsächlich parallel gehen mit Verschiebungen des menschlichen Mikrobioms aus einer Spannbreite des Natürlichen heraus. Also natürlich haben auch du und ich ein unterschiedliches Mikrobiom, aber dann kann man sagen, aha, bei einer Neurodermitis auf der Haut geht die Veränderung im Mikrobiom in die und die Richtung. Und da werden dann einzelne Stämme gezeigt, die dann vermehrt sind, mehr als bei anderen. Bei Psoriasis mehr die und bei Neurodermitis mehr die. Bei Wundheilungsstörungen mehr die, bei diese. Also da gibt es diese verschiedenen Verschiebungen. Ich nenne ungern diese einzelnen Arten oder Stämme, weil es letztendlich eine Variable ist, die sich auch über Tag ändern kann oder eine Jahreszeit ändern kann. Also ein Streifenhörnchen hat im Winter eine andere Mikrobiomzusammensetzung als im Sommer, und dann kann man das nicht verallgemeinern. Aber das Phänomen an sich, dass man das ins Bewusstsein reinnimmt und sagt, aha, wir haben diese ganze Bakterienwolke, und diese Bakterienwolke ist zuständig dafür, dass wir als ganzer Mensch durchs Leben gehen und unsere Gesundheit, welche ein Balance ist zwischen Extremen, in denen die Menschen in die eine oder andere Richtung gehen können, hängt direkt mit dem Zustand des Mikrobioms zusammen. Mhm. Und so ist also dieser Zustand des Mikrobioms verantwortlich oder geht einher mit inneren Prozessen und äußeren Prozessen. Das heißt, die allergische innere Bereitschaft und die äußere Hauterscheinung können die gleichen Ursachen haben in einer Verschiebung des Mikrobioms, die sich innerlich und äußerlich äußert. Weshalb man dann tunlichst auch innerlich und äußerlich mit Bakterien arbeitet, um das zu therapieren.
Also bei Neurodermitis waren so die Erfahrungen mit die ersten, die wir gemacht haben, dass dann Menschen es einfach ausprobiert haben, haben diese EM-Stammlösung 1 zu 10 verdünnt und mal, ich habe dann gesagt, probiert es aus auf einer Seite. Das sind ja oft die Ellenbeugen und Unterarme so betroffen. Dann sagt er beim Kind mal die eine Seite dreimal am Tag mit den verdünnten EM einreiben, ganz liebevoll, behutsam einsprühen und gucken, macht das einen Unterschied zwischen rechts und links? Und es macht einen Unterschied. Das Kind juckt sich nicht mehr so fürchterlich, der Juckreiz geht runter. Dann sind die offenen Stellen weniger, es entzündet sich nicht so leicht. Und dann nimmt man natürlich dann sehr schnell EM auch auf die andere Seite oder gibt es ins Badewasser mit rein. Und dann natürlich unbedingt auch noch oral, oder? Und dann innerlich, wobei man bei allen Situationen, wo ein Immunsystem schon aus dem Lot ist, was bei allen allergischen Veranlagungen eben auch bei Neurodermitis und Heuschnupfen und Asthma und solchen allergisch mit Allergien einhergehenden Krankheitserscheinungen der Fall ist, dann fängt man sehr behutsam an. Dann setzt man nicht ein Glas an und trinkt da so 20 Milliliter von irgendwas. Da ist auf der Flasche von dem von den Produkten, die jetzt da speziell für die Einnahme vorgesehen sind, immer viel zu hohe Dosierungen angegeben. Das ist für gesunde, knackige Bergarbeiter. Aber man fängt dann lieber mit der Dosierung an, die ich im Buch angegeben habe. Da steht dann genau drin, in welchen Situationen man wie anfängt. Das müssen wir jetzt hier im Detail nicht sagen. Aber mit bisschen anfangen und dann langsam steigern. Und das heißt, irgendwann haben wir alles ausprobiert, bei egal welcher Hauterscheinung einfach ausprobiert, hilft's denn? Also mit den effektiven Mikroorganismen kommen wir ja sehr von der Erfahrungsmedizin. Und mir haben die Mikroben ja auch viel beigebracht. Und jetzt kann ich sagen, egal welche Hautveränderung das ist, kann man es ausprobieren und meistens hilft's. Und das können jetzt einfach Juckreiz sein durch einen Ausschlag. Oder es gibt ja Akne bei jungen Menschen ganz stark. Also die meisten Jugendlichen haben irgendeine unterschiedlich ausgeprägte Form von Akne. Da wusste man sehr früh schon, dass das Propionibakterium Agnes damit beteiligt ist und hat natürlich dann Antibiotika ins Gesicht geschmiert, damit dieses Bakterium beseitigt wird. Ach, aber dann hat man ja auch alles andere auch wieder weg, oder? Wusste man damals noch nicht, weil man das Mikrobiom nicht im Fokus hatte. Man war da noch auf dem Trip, dann Bakterien müssen weg und dann ist steril und dann ist gesund. Aber heute weiß man, dass das tatsächlich verschiedene Stämme sind, die dann auch vermehrt sind. Und es geht ja um die Talgproduktion. In der Pubertät verändert sich die Talgproduktion im Gewebe, ne, mit den Hormonumstellungen. Und dann kommen die Bakterien noch nicht so schnell mit, mache ich mir jetzt so die Anschauung. Und wenn man da immer mit Bakterien dann einschmiert, dann hat man eine Regulation, sodass die Bakterien helfen können, diese Talgregulation auch durchzuführen. Überhaupt ist auf der Haut, im ganzen Körper, so, dass die Bakterien mit dem Kontakt mit den Hautzellen und auch mit den Hautimmunzellen, das Hautimmunsystem, die langerhanschen Zellen, anregt. Das heißt, wir brauchen ein gründliches Hautmikrobiom, damit wir ständig ein gesundes Hautimmunsystem haben. Und die Bakterien geben auch Kontakt an die Körperzellen und sind mit Proteasen, das sind eiweißspaltende Enzyme, beteiligt, dafür zu sorgen, dass die Haut immer ein bisschen abschilfert. Die wird ja ständig erneuert, wird von unten neu, wächst nach und schilfert sich dann ab. Ja. Und damit dieses Abschilfern gut funktioniert, gibt es dann diese Proteasen, diese eiweißspaltenden Enzyme, die von Bakterien abgegeben werden. Wenn sich die Haut nämlich staut, dann gibt es irgendwie so Pickel und Furunkel und Knubbel und unangenehme Situationen. Okay. Deshalb ist es ganz wichtig, was ich mit meiner Haut anstelle. Also übrigens habe ich neulich gelesen, dass man die Hautoberfläche nicht mehr so auf 2 Quadratmeter berechnet hat. Das war immer so schön zu sagen, die Haut hat 2 Quadratmeter, der Darm hat viele 100 Quadratmeter Oberfläche. Jetzt hat man alle Hautanhangsgebilde mal digital auch ausgemessen und kommt da auch auf 25 Meter. Also wenn man den ganzen Menschen wirklich mal ausbügeln würde als Fläche, dann kommt man auch auf 25 Quadratmeter. Also wir sind größer, als wir dachten, wenn man uns bügelt. Aber wichtig ist zu wissen, dass alles, was ich mit meiner Haut anstelle, eine Wirkung auf mein Mikrobiom hat, also auf die Bakterien auf der Haut. Alles, was ich auf die Haut schmiere, an Kosmetika, an Cremes, an Salben, an egal welcher Art, beeinflusst die Zusammensetzung der Bakterien auf der Haut. Das heißt, es lohnt sich wirklich, jetzt mal hinzugehen und bei den Kosmetika und den Salben und Cremes, die man benutzt, wenn man sie denn überhaupt braucht, die Zutatenliste genau anzugucken und zu gucken, was ist denn da drin und was macht das mit meiner Haut? Ja, aber da sind wir völlig überfordert. Ich meine, erstens, wir können lesen das, aber verstehen gar nichts.
Ja, also es gab, ja, es gibt da Systeme, wo man das nachgucken kann im Internet. Codecheck.net ist, glaube ich, eins. Dann kann man das eingeben und dann ist es ein bisschen Arbeit. Man kann es aber auch so machen, wie es ein Herr gemacht hat, der mir das dann erzählt hat. Der hat einfach alles weggelassen. Der hatte so Probleme. Der hatte immer Haarwurzelentzündung an den Haaren, wo die Wäsche gerieben hat, insbesondere an den Oberschenkeln, an der Hose. Und bis zu erbsgroßen, so blaugrüne Eiterbollen an der Haarwurzel. Richtig ekelig. Und es tat weh. Und die Schleimhäute am Darmausgang, am Anus waren gerissen und an der Penishaut gerissen. Die Hände rissig. Er musste immer nur mit der Wurzelbürste, weil das alles schorfig und richtig. Der hat sich gequält. Dann hat er Shampoos und Deos und Dinge nicht mehr aus dem Drogeriemarkt verwendet, weil die gingen irgendwie gar nicht mehr. Dann ist er in die Apotheke gegangen und hat gesagt, ich kaufe das ganz Sanfte für Babys. Das ging ein bisschen gut und dann war das Drama wieder da und der hat Schmerzen gehabt und vereitert und hatte Kopfhaut. Er sagt, er konnte nie irgendeinen dunklen Anzug anziehen oder ein dunkles T-Shirt, weil es immer so gerieselt hat, dass er den ganzen Schnee da auf den Schultern hatte. Ekelhaft. Der hat einfach alles weggelassen. Der hat gesagt, jetzt geht man nur mal mit Wasser, damit mein Mikrobiom sich regenerieren kann. Und sagt, das war wie ein Wunder. Die ganze Chemie weg vom Körper, nur noch mit Wasser gewaschen. Wenn es mal richtig dreckig irgendwo war, Kernseife genommen. Und ansonsten kein Deo, keine Chemie, kein nix mehr. Es dauerte nur kurze Zeit, war der ganze Spuk vorbei, seine ganze Haut super gesund. Jahrelang gelitten, gell. Und dann lernt er EM kennen, dann kam noch EM und der ist super glücklich. Der sagt, es ist einfach fantastisch, warum habe ich diese ganze Chemie immer auf meine Haut geschmiert? Ja. Ne? Aber ich meine, sind wir gerade bei der Chemie und bei den Cremes und so weiter. Ich meine, denn wir wissen nicht, was wir tun. Wir meinen zwar, eine Creme sei gesund und wir sollten das machen. Das ist ja, sagt uns ja jeder. Aber wenn eine Creme ja und mit Alkohol zum Beispiel versetzt ist, dann verändert sie ja mein Mikrobiom. Ja. Und alle, das war ich mir gar nicht so bewusst. Ja. Und damit haben wir die Verantwortung für das, was wir mit uns tun. Das sind so viele Leute, die ich kenne jetzt im Laufe der 21 Jahre, die ich mit den Bakterien arbeitet, die einfach durch Weglassen gesund geworden ist. Das ist doch super, das ist doch einfach. Ja, und wenn man das dann noch mit Bakterien wieder auffüttert und sagt, ich pflege meine Haut, es gibt auch hier in der Schweiz sehr schöne EM-Kosmetik mit Bakterien, wo die EM direkt in der Kosmetik verarbeitet sind, wo Bachblüten auch mit drin sind. Also die Schweiz ist ja da so auch Pionierland, das ist wunderbar. Aber man kann es auch einfach mal weglassen für 3 Wochen und ausprobieren, was es mit der Haut macht. Es gibt tatsächlich Deos, die man anwendet, die die Geruchsbildung, also geruchsbildende Bakterien fördern. Also Lockstoff. Naja, Lockstoff weiß man nicht so richtig, weil ein Deo soll ja den Geruch verhindern und unterdrücken. Ja, man kann sie auch anders nutzen, oder? Als Lockstoff. Also letztendlich, oder? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Partnerwahl, wenn du jetzt das meinst, die Partnerwahl wird ja durch die Gerüche, die Körpergerüche, ob man jemanden gut riechen kann oder nicht, mit beeinflusst. Bei der Fruchtfliege hat man das ausprobiert, dass das Futter der Fruchtfliege die Partnerwahl beeinflusst hat, weil die Futter dann aus der Haut ausgedünstet, also das, was man isst, dünstet über die Haut auch mit aus. Und das prägt dann den Körpergeruch und der Körpergeruch ist dann anziehend oder nicht anziehend. Ich sage mal, es ist wichtig, dass man nicht allzu viel Parfum benutzt, wenn man auf Partnerwahl ist. Wenn man das nämlich mal wegliest, kann sein, dass man plötzlich merkt, wen habe ich denn da? Die kann ich gar nicht mehr riechen. Okay. Aber für die Gesundheit ist einfach wichtig zu wissen, dass alles, was man an chemisch-synthetischen, künstlichen Substanzen auf die Haut tut, unter Umständen eine schädigende Wirkung aufs Mikrobiom hat. Und bei allen anderen Dingen wie ätherische Öle einen gestaltenden Spielraum. Da wissen wir einfach sehr viel noch nicht. Da könnte man Studien machen, wie gestaltet sich das Mikrobiom mit diesem Öl, mit dem Passionsblumenöl oder mit dem Rosenöl oder Lavendelöl. Was macht das mit dem Mikrobiom? Das hat mit Sicherheit eine therapeutische Einsatzmöglichkeit, wie es in der anthroposophischen Medizin ja auch verwendet wird. Die Öle werden ja da therapeutisch angewendet, für die Haut auch. Also wichtig ist einfach zu wissen, alles, was ich mit meiner Haut mache, gestaltet mein Hautmikrobiom und ich habe die Wahl, was ich damit anstelle und man kann durch Weglassen schon sehr viel Heilung bewirken und wenn es nicht reicht, kann man durch Zuführen von Mikrobiommischungen dann auch Heilung bewirken. Ich habe mal so einen Spruch gehört, die Haut ist der Spiegel des Innern oder der Seele. Das kommt dann noch dazu. Das ist natürlich jetzt so ein anderer Aspekt, dass man sich mit der Haut ja auch ausdrückt in die Welt. Die Haut hat ein großes neuroendokrines Organ. Das heißt, wir haben Drüsen auf der Haut, die auch
Hormone abgeben und Nervenbotenstoffe auch abgeben, aber die sind auch in der Haut. Und es ist natürlich so, wenn ich da jetzt etwas anwende, was das Hautmikrobiom stört, dann ist das auch ein Einfluss auf meine Nervenendigungen, die oft gerade so die ganzen sensiblen Nervenendigungen auf der Haut, die dann aufs ganze System des Menschen rückwirken. Und jeder, der mal einen quälenden Juckreiz hat, weiß, wie sehr einen das als ganzer Mensch stört. Kann man einfach EM drauf sprühen, man geht dann ganz entspannt an einem sumpfigen, schönen See spazieren, wo die Mücken fliegen und sagt, kein Problem, ich sprühe mich vorher mit EM ein und hinterher mit EM ein. Und dann hast du keine Belastung, nichts. Nein, das ist wunderbar. Nicht, das muss ich mal testen. Ja, probier es aus, es ist wunderbar. Aber wichtig ist, dass man jetzt gut wählt. Es gibt so diesen Spruch, dass man nichts auf die Haut schmieren sollte, was die Großmutter nicht gegessen hätte. Ja, habe ich gestern auch gehört. Das ist ein genau gleiche Satz. Ja, also Gurkenscheibchen oder so oder Biertrester für die Gesichtshaut hat man schon immer für die Falten so genommen und sowas. Aber ein Aspekt ist zum Beispiel auch Sonnenschutz. Ja, im Sonnenschutz sind zum Teil ziemlich heftige Verbindungen, chemische Verbindungen drin, die sich insbesondere durch Lagerung verändern. Ne, man fährt in Urlaub, kauft seinen chemisch-synthetischen Sonnenschutz und lässt den dann, weil er man nicht aufgebraucht hat oder der auch noch teuer ist, vielleicht ein Jahr liegen für den nächsten Urlaub. Dann können da sich chemische Verbindungen gebildet haben, die richtig toxisch sind. Und wenn die aufgenommen werden über die Haut, tatsächlich im System auch. Das hat noch niemand gesagt, dass die lange Lagerung einer offenen Dose eine solche Reaktion geben könnte. Also man müsste sie eigentlich fortschmeißen, wenn sie nicht aufgebraucht ist. Ja, und das sind auch teure Marken mit betroffen. Ja, das ging also vor einiger Zeit mal, gab es eine Studie, wo die das gezeigt haben. Und man schmeißt ja auch dann ungern weg und so kleine Pröbchen gibt es nicht. Also es gibt ja von der Firma Celagon einen sehr schönen, innovativen Sonnenspray. Es möchte ja auch nicht jeder mit so einem Polar-Forscher-Outfit rumlaufen, mit den Salz. Was ist in diesem Sonnenschutz drin? Also ich weiß nicht, das sind ja dann auch mineralische Verbindungen, wenn man dann so ganz... Entweder mineralisch oder Titanoxid, Zinkoxid, ganz ja, so, drin. Dann ist man so beschmiert und läuft da rum wie so ein Gangster irgendwie. Und dann gibt es von der Firma Berner, vom Celagon, diesen wunderschönen so einen Zwei-Phasen-Sonnenspray, der braucht man ganz wenig und den schüttelt man. Die haben da so ein neues Patent entwickelt. Was hat's da drin? Weiß ich nicht auswendig, aber es ist biologisch hergestellt und ich habe mal ausprobiert. Der ist super für die Haut und super wirksam, man braucht ganz wenig. Super. Das kannst du unter www.vitamine mit Herz kannst du den finden. Nicht, aber dass man einfach gut guckt, was schmiert man auf die Haut drauf und was nutzt man und es gibt jede Menge wirklich biologische, natürliche Kosmetik auch oder Cremes und Salben, die man verwenden kann. Es gibt eine Untersuchung, die dann zum Beispiel auch gezeigt hat, dass wenn man systemisch antibiotisch gearbeitet hat, das hat man leider an Tieren ausprobiert, aber ich meine, bei Menschen kennt man das auch, dass wenn man ein Antibiotikum genommen hat aus irgendeinem Grund, dass dann die Wundheilung schlechter wird. Das ist ja paradox, weil man ja oft für eine Wundheilungsentzündung Antibiotikum bekommt. Aber die Wundheilung verschlechtert sich. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, das klingt jetzt richtig krass für Menschen, die das noch nicht so im Vertrauen sind in Bezug auf die Bakterien, aber dann offene Wunden einfach mit den Bakterien einzusprühen. Man hat im Zweiten Weltkrieg, wenn man Medikamente nicht hatte, ja damals Fliegen auf die Brandwunden von Kindern oder sowas. Dann wurden die im Bett festgebunden, weil es so gekitzelt und gejuckt hat. Dann haben sich Maden entwickelt. Ziemlich gruselige Angelegenheit, aber es hat auch geholfen. Ja, da hatte man keine Medikamente, hat man diese Brandwunden mit. Die Maden knabbern dann, so wie die Bakterien das auch können, die zerfallenen Zellen weg, verdauen die, geben Enzyme ab, die wundheilungsfördernd sind. Okay. Und die Wundheilung funktioniert super schnell. Also wir hatten das, ich... Musste doch nicht fast faszinierend. Könnte da jetzt also endlos Geschichten erzählen von Menschen, die gestürzt sind irgendwo in den Bergen und dann Verletzungen hatten oder auch chronisch Schienbein, offene Beine, ne, wo dann Tausende von Euro mit Hauttransplantationen, nichts hat geholfen. Und dann das Einsprühen von mit EM den Impuls zur Heilung gibt, wobei man da einen Aspekt mit reinbringen muss, offene Schienbeine, wenn ich das als Erfahrung an dem Punkt weitergeben darf, ist oft, wenn ein Mensch einige Jahre oder bis zu Jahre davor einen Angehörigen verloren hat und nicht ausreichend getrauert hat,
dann kommt es zu Wundheilungsstörungen. Dann ist so eine offene Wunde wie die offene Wunde in der Seele, die noch nicht, die weint dann weiter am Bein. Das ist oft bei älteren Damen, die dann offene Beine kriegen. Dann ist, frage ich, wann ist denn ihr Mann gestorben? Das ist dann oft 2-3 Jahre zurückliegend. Und dann braucht es da eine homöopathische oder liebevolle, fürsorgende Begleitung nochmal für diesen Trauerprozess. Und dann heilt das Bein erst. Also wenn das mit den effektiven Mikroorganismen funktioniert und das Bein geht dann aber wieder auf, dann muss diese andere Ebene der alten Trauer mit bearbeitet werden. Aber dann kann man mit effektiven Mikroorganismen einfach einsprühen und dann guckt man, wie der Randtuff bis dann zu heilt. Also, wir reden von Bakterien, effektive Mikroorganismen, die sich in einer Gemeinschaft wachsen durften und wir sprechen das auch von unserem Körper. Wenn ich jetzt da mit einem krassen, rein schulmedizinischen Arzt, der eine Klinik leitet, reden würde, der würde alle Hände verschlagen, oh, desinfizieren, 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 ja. Oder? Ja. Also gegen das Leben, weg damit, oder? Ja, nicht mit Bakterien arbeiten. Und er hat so gelernt. Ja. Ja, und das, die meisten lernen es erst, wenn dann eine Wundheilungssituation kommt, die nicht mehr zu handeln ist. Mhm. Ja, also offene Wunden, also da war eine Klinik, das war schon ganz in der Anfangszeit, das waren die Koma-Patienten, die nach einer, also Verkehrsunfall oder sowas, Schwerstverletzte, die als Koma-Patienten dann in eine Privatklinik zur weiteren neurologischen Langzeitpflege übergeben wurden. Die hatten Erbrechen und Durchfall bis zu 60 Mal am Tag und lagen dann in ihrem Erbrochenen. Die Schwestern waren nur, lagen auf Plastik und es war elend. Die Räume stanken ohne Ende natürlich, weil man, es war nicht zu handeln. Die hatten alle die resistenten Krankenhausbakterien und kriegten natürlich immer noch mal ein Antibiotikum. Die hatten, ich habe Fotos gesehen, solche offenen Wunden, Dekubitus am Gesäß, durchgelegen natürlich. Und das war eine Situation, dass der Oberarzt gedacht hat, damals, die sind so schwer krank, ich verstoße jetzt gegen die damals geltende Hygieneverordnung, wo alles desinfiziert werden muss. Wir probieren das mit den effektiven Mikroorganismen einfach aus. Und dann wird die ganze Umgebung mit behandelt. Der Boden mit den effektiven Mikroorganismen geputzt, der Patient abgewaschen mit Bakterien, in der Raumluft versprüht und auf die offenen Wunden drauf. Verdünnt, damit es nicht so beißt. Und dann konnte man zugucken, wie die Entzündung nachging und das, die Rötung am Rand geht weg. Das ist etwas, was man unter Umständen bei so einer Entzündung sofort sehen kann. Nach wenigen Minuten und bis einer Stunde ist dieser rote Entzündungsrand weg und dann fängt es an zu heilen. Weil dann die Bakterien sich an die Arbeit machen. Mhm. Das Mikrobiom ist sozusagen zuerst wiederhergestellt und dann kann das Zellwachstum sich an dem Mikrobiom, wie so auch so, das ist ja eigentlich so ein unsichtbares Pflaster dann, dass das Mikrobiom wird wiederhergestellt und die Zellen organisieren sich dann nach dem Vorbild des Mikrobioms und regenerieren dann. Ich habe das in deinem Buch gelesen und dann selbst interpretiert und dann auch einer Klinik auch gesagt, wie man eigentlich die Räumlichkeiten vor effektiven Antibiotikaresistenzen schützen kann, weil jeder Patient, der mit irgendeiner Belastung wieder in den neuen Raum reinkommt, ja eigentlich wieder was auslösen kann. Ja. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie gesagt, boah, so logisch. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Ja. Einfach präventiv, wenn ein Patient raus ist, wird dieser Raum einfach sauber gemacht. Oder? Genau, eingesprüht. Das Mikrobiom des Raumes, ein gesundes Raummikrobiom, das ist wunderbar. Wir können eine Sendung über Raumklima machen. Ich habe hier aufgeschrieben, wirst du heute kriegen. Ja, unbedingt. Ich weiß ja auch mit Schimmelpilzen und allem drum und dran. Wir haben heute überall Keime. Ja, weil das Raumklima gestaltet werden kann und dann die Haut der Menschen, die in dem Raum sind, wo ich mich mit meiner Haut bewege, nehme ich die Mikroben mit. Wenn ich im Meer schwimme, einmal so ins Meerwasser rein, dann habe ich 24 Stunden lang die Meeresmikroben auf meiner Haut. Und die arbeiten damit. Das weiß jeder, der. Warum fährt man in Urlaub ans Meer und nicht in die Fußgängerzone? Weil man da sein Mikrobiom regenerieren kann. Jetzt nochmal, du bist jetzt gesund, aber du gehst morgens duschen und nach dem Duschen, ich habe da so ein Spray, da drückst du drauf und da kommt da 3 Sekunden lang oder 2 Sekunden, spreit das raus, mega cool. Spreist du dich noch kurz ein mit EM, einfach um was Gutes zu tun? Als gesunder Mensch? Also ich habe das Gefühl, ich bin so mikrobiomgesund und liebe meine Mikroben so sehr und wir haben so ein gutes Team, ja, meine Mikroben und ich. Ich muss das nicht jeden Tag machen. Aber wenn ich im Garten war und habe meine Rosen geschnitten und habe hier überall so die Risse und die Kratzen und die Leute fragen mich, haben Sie eine Katze? Aber ich habe einfach nur die Brombeeren geschnitten und das will ich jetzt dann nicht mit Ganzkörperanzug, weil es im Sommer ist. Dann kommt da hinterher, ich habe immer ein Fläschchen EM im Bad stehen und dann schmiere ich mich hinterher mit EM ein, reibe das alles schön ein und dann ist das am nächsten Tag schon wieder gut.
Und für alle anderen Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Mückenstich haben oder irgendwie einen Sonnenbrand hätten, Sonnenbrandwerte wäre auch gut. Ja, ist auch super gut. Mhm. Ja. Also eigentlich, also alle Hautveränderungen. Alles. Also es gibt auch Menschen, die haben jahrzehntelang mit Psoriasis, mit Neurodermitis immer diese Probleme. Und wenn die anfangen, ihr Mikrobiom dann erstmal so aufspüren auf der Haut, dann sehen sie, es macht einen Unterschied. Und das ermutigt natürlich dann, sich Gedanken zu machen und anhand der Mikrobiomtherapie, die in dem Buch drin ist, dann auch wirklich innerlich zu gucken, die Zahnpasta zu prüfen, die Kosmetika zu prüfen, die Ernährung zu prüfen, sich so zu ernähren, dass man gesund ist, dass alles, was in den Körper reinkommt, auch fürs Mikrobiom förderlich ist. Das macht dann einfach Spaß und dann wird man ein gesunder Mensch. Zahnpasta, die habe ich doch auch von dir, glaube ich. Ja. Da hat es auch lebendige Bakterien noch drin? Nein, aber es ist zumindest mal nichts Bakterientötendes drin. Das ist ja mal der erste Schritt. Damit die Flora bleibt. Ja, und also mit lebenden Mikroben wüsste ich jetzt noch nicht, aber es sind Zahnpasten, wo der Putzkörper, also wo quasi EM-Keramik mit drin ist. Das führt jetzt zu weit, kann man in dem dicken Buch über effektive Mikroorganismen. Habe ich auch schon gelesen, finde ich auch spannend, diese Röhrchen da, gell? Ja, oder Keramikpulver. Dann trägt es die Information. Das ist aber eine andere Ebene. Und funktioniert eben auch, ist auch komisch. Ja. Müssen wir auch mal darüber reden, tatsächlich. Ja, können wir dann gucken. Also es gibt ja viele Rätsel auch noch und vieles, was wir noch nicht wirklich konkret erklären können, was aber funktioniert. Und ich finde, wir haben das Recht, eine Erfahrungsmedizin zu machen, zu sagen, da gibt's eine Not und da gibt's eine Lösung und es funktioniert und dann machen wir das. Das ist ganz einfach. Das braucht. Aber weißt du, ist auch keine Lobby dahinter. Und das ist das, was mich manchmal auch ein bisschen ärgert, aber auch verständlich ist. Es ist kein großes Business, mit Bakterien zu arbeiten. Das kann man nicht patentieren und man kann nicht, weiß Gott, wie viel Geld verdienen. Also die Pharmazie wird da kein Interesse haben daran. Aber es gibt schon Patente, zum Beispiel auf eine Mikrobiom-Transplantation unter der Achse. Aha. Also diese Geschäftsideen, die werden jetzt entwickelt. Ich halte es ein bisschen für eine Verirrung. Aber es gibt tatsächlich, dass man Mikrobiom-Mischungen zu patentieren versucht, mit dem man dann eine Transplantation, nennt man das dann, von einem Mikrobiom unter die Achselhöhle macht. Okay. Für Menschen, die also einen Körpergeruch haben, den sie anders, also der wäre vielleicht mit einer Mikrobiomtherapie zu ändern, aber das kennen die vielleicht noch nicht. Und dann sagen, will ich austauschen, dann wird Antibiotikum unter die Achseln gegeben und dann wird das neue Mikrobiom. So. Also beim Stuhl weiß ich, der Stuhl wird heute auch wieder transplantiert bei Problemen, also als letzte Instanz, oder? Ja, das ist ja diese Vorstellung, ich will da was wegmachen und was Neues hintun. Leben funktioniert so nicht und der Mensch ist nicht so strukturiert. Also jeder Mensch hat bestimmt mal den Gedanken gehabt, ich will das von mir weghaben. Das ist natürlich, das wäre bequem, wir sind ja bequem. Ja. Aber es funktioniert nicht, es kommt ja wieder. Aber nochmals, ich habe schnell eine Creme gekauft oder eine Kosmetik auf die Haut, die viel Geld kostet, weil ich sie kenne und ich habe es im Fernsehen gesehen und das ist ja gut, nimmt ja die und die Schauspielerin auch. Aber wer sagt mir schon, ich soll ein paar Bakterien auf die Haut sprühen und alles ist gut? Das ist kein Business, oder? Und deshalb ist es ja so wertvoll, dass du da bist und das einfach erzählst. Ich meine, ich habe nur so eine Flasche gekauft, das kostet ja fast gar nichts. Es ist ein Liter drin, hält ja ewig. Ja. Also das ist keine Investition und das brauchen wir jeden Tag, morgens ein bisschen, am Abend ein bisschen. Manchmal mal ein bisschen in den Mund rein, je nachdem. So wie ich es von dir gehört habe, so mache ich es auch. Und bin einfach nur begeistert von der Logik. Und mir geht es darum, dass wir diese Erfahrung mit den effektiven Mikroorganismen nehmen, um unser Verhältnis zum Lebendigen im Kleinsten wirklich auf eine liebevolle Basis zu stellen. Weil jeder, der krank ist, will gesund werden, aber gesund werden hat immer auch mit einem liebevollen Prozess zu tun. Ja. Und gewaltsam weg und was anderes hin, das funktioniert nicht, das kommt wieder. Wir kämpfen seit 200 Jahren gegen die Bakterien und gegen die Viren und wo sind wir hingekommen, wissen wir ja jetzt. Das können wir anders machen. So ist es. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Anne-Katharina Tschocke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie werden das einfach mal testen und einen Selbstversuch machen bei irgendwelchen Problematiken an der Haut, dass man das wirklich von außen drauf spreit oder eben auch gleichzeitig noch innerlich einnimmt, um den Weg von innen nach außen so richtig schnell zu beschleunigen, sodass Heilung schneller vonstatten gehen kann. Und was ich selbst mal testen werde, ist wirklich am Abend einspreien, dann an den See runter und mal schauen, ob mich die Mücken fressen oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.